Moin und willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir sind immer noch in den Great Lakes, beziehungsweise in der Höhle der Great Lakes, wie man es auch immer nennen möchte. Das Spiel hat ja da keinen wirklichen Gebietstitel. Diesen Abschnitt will ich euch nur kurz zeigen, weil man hier jedes Mal hingeschwemmt wird, wenn man den Drachenanker nicht hat. Dann kommt man hier nämlich nicht über die große Wasserfläche drüber geschwommen. Für diejenigen, die sehen wollen, ob alles komplett ist, ihr könnt beruhigt sein, da unten ist nichts, alles ist komplett. Und weiter geht es dann hier an den Augen vorbei, mehr oder weniger geschickt. Weniger geschickt, könnte man sagen. Und dann haben wir hier unten noch einen Abschnitt. Und wir sind sogar fast durch, so viel kann ich schon mal verraten. Die Blume nehme ich mit, die nehme ich mit. Und das Geld nehme ich mit, die Augen sind mir egal. Und ich bewege mich hier weiter durch den Abschnitt. Die sind alle relativ kurz gehalten, bis auf den hier. Hier gibt es aber keine Gegner. Und hier können wir bis zum Boss jetzt direkt durchschwimmen. Ist ziemlich unspektakulär. Aber das gehört zu diesem Spiel manchmal auch dazu. Vorsichtshalber möchte ich... Ah, okay, ich kann gerade nicht in die Kiste. Das heißt, eine Knolle schlucke ich gleich, wenn wir beim Boss sind. Und den finden wir hier. Und ihr seht schon, Hytoderon quält den Drachen. Also, der Boss ist nicht unbedingt der Drache, sondern diese Seesterne. Und die müssen wir besiegen. Denn Seesterne sind böse und quälen Drachen so sehr, dass Drachen gereizt sind und Feuer nach uns spucken. Nee, das will ich nicht. Ich will hiervon eine nehmen. Ja, bitte benutzen. Und jetzt nehmen wir uns doch mal diese Seesterne auf Doom vor. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die können halt auch gut Schaden machen. Und ich glaube, das ist schon der letzte. Wenn wir den besiegt haben, dann ist der Boss gerettet. Ach komm, mach keinen Blödsinn. Na dann halt so. Na, das war nicht geschickt. Okay. Und wir werden mal wieder gerüstet. Aber das ist kein Problem, wir haben sie besiegt. Und der Drache wackelt erstmal noch lustig mit dem Kopf rum. Sollte da nicht noch irgendwas passieren? Okay, Hytoderon ist vernichtet. Gossi schaut Ark an. Ark erhält Hornzauber. Damit können wir uns ein Horn zaubern. Oder so ähnlich. Ich gucke ihn gleich nochmal an. Hm, ich verstehe deine Sprache nicht. Ich nehme an, du willst mir helfen. Was? Wo bringst du mich hin? Und wen haben wir hier? Hollerö, ich bin gerettet. Ich weiß nicht, wer du bist, doch ich danke dir. Ich heiße Will. Seit meiner Kindheit ist es mein Traum zu fliegen. Jetzt ist es soweit. Ich nannte meine Erfindung Flugzeug, doch bei meinem ersten Probeflug stürzte ich in die Great Lakes. Diese Dinger, die mich im Wasser angriffen, sahen aus wie Seesterne. Doch ein riesiger Drache tauchte auf und schützte mich. Der Gott des Meeres, ich versprach dir eine Belohnung, also komm mit mir, ich zeig dir was. Das ist dann wohl Will. Und plötzlich taucht Anita auf. Du bist ein Freund von Perry? Niemand wurde verletzt, doch nun fehlen mir die nötigen Teile. Otakus Laden in Yamai begann, Metallteile aufzukaufen. Das hat mich eine Menge Arbeit gekostet, alles umsonst. Ich habe kein Metall mehr, um es zu vollenden. Ich werde hierbleiben und Will helfen, sag es Perry, wenn du ihn siehst. Ja, unser nächstes Ziel ist dann offensichtlich Yamai. Und da werden wir auch direkt hinsegeln. Ich glaube, zumindest hier gab es jetzt nicht so viel zu tun. Ah, ich überlege kurz. Wir können mal kurz alles nochmal angucken. Ja, eigentlich würde es sich ja doch wieder anbieten, hier mit ein paar Leuten zu reden.
Weil, daran kann ich mich zumindest noch erinnern, mit ein paar Leuten musste man einfach ein bisschen öfters reden, damit da ein paar Dinge passierten. Deshalb sollte man doch hin und wieder mal vorbeischauen. Unter anderem haben wir ja noch den Sam hier. Es tut mir sehr leid. Gut, ich bin über die Sache mit Amanda hinweg. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt. Aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du dem anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine den Zweck erfüllt. Oh ja, ich vergaß dich zu belohnen. Komm mit mir zu meinem Haus. Jo. Wir lassen ihn natürlich vorgehen, damit er noch kurz aufräumen kann. Wobei wir ihn immer noch auf dem Weg überholen könnten, so schnell wie er gelaufen ist. Und aufgeräumt hat er trotzdem nicht. Ich habe hier einen Kristall, willst du ihn? Klar, nehmen wir mit. Wenn du schon so darum bittest. Ich habe noch jede Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Okay. Das war da momentan, glaube ich, auch alles. Aber wir können mit dem Schiff ja nochmal kurz nach Europa rüberfahren. Das machen wir auch kurz, denn Europa, da müssen wir keinen Kontinent umsegeln. Der Weg ist erstmal kürzer und von dort aus geht es dann weiter nach China, wo Yamai ist. Und wir sind kurz im Hafen und die Stadt hat sich weiterentwickelt, aber da schauen wir dann später mal rein. Wie schon gesagt, in die meisten Städte müssen wir sowieso ein bisschen öfters reinschauen. Und unser nächstes Ziel ist jetzt Großbritannien. Ja. Ob das noch England ist hier oben, das kann ich jetzt schlecht sagen. So detailliert ist die Karte dann doch nicht. Aber wir besuchen Sir Fitz. Und Sir Fitz hat einen Hund, der nicht mit mir redet. Doch, Clef Clef. Wenn man doch nur ein Tiersprachgerät hätte, um mit Hunden zu reden. Das ist das Haus des superreichen Magnaten Sir Fitz. Sir Fitz ist recht selbstverliebt, aber ungemein großzügig. Und da ist er. Ich bin Sir Fitz, ich bin ziemlich superreich. Ich suche eine nette Dekoration. Hast du nicht eine gute Idee? Geld spielt keine Rolle, ich habe genug davon. Hinweis, Hinweis. Wir haben doch noch ein Ölgemälde hier. Was ist das für ein Gemälde? Es ist wunderbar. Ich muss es haben. Der Preis spielt keine Rolle. Es gehört dir. Das weiß ich. Es ist von Marcel aus Loire. Aus Loire? Ich hänge es gleich auf. Das ist mein Dank. Und wir erhalten 1000 Taler. Hier oben hat er noch ein Hausmädchen. Wenn ich super reich wäre, ich würde mir auch einen Haufen Hausmädchen halten. Lass dich von ihm nicht ins Foxhorn jagen, er ist ein Schlitzohr. Dieses Kunstwerk sollten auch viele andere Menschen genießen können. Als Millionär muss ich diesen Künstler unbedingt unterstützen. Du musst herausfinden, wer das Bild gemalt hat. Aber das weiß ich doch. Ich hab's dir sogar schon mitgeteilt. Naja, aber das ist halt der Hinweis darauf, dass wir vielleicht doch nochmal bei Loire vorbeischauen sollten. Und nicht nur in Loire, wir werden auch noch nach Arola gehen. So, und da wollen wir als erstes hier rein. Und der brauchte ja noch irgendwas für das Fenster. Und wir haben den Bergkristall. Hallo, dieser funkelnde Stein sieht sehr interessant aus. Gib's ihn mir. Hier, nimm. Bitte sehr, es ist mir eine Freude. Vielen Dank, das gibt mir das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Hag übergibt den Bergkristall. Das hilft auch dem Fortschritt der Stadt. Und jetzt müssen wir hier nochmal reingucken. Der hatte ja mal was von verderbbaren Sardinen gehört und dem geben wir jetzt mal ein bisschen Blech. Erzählt. Was hast du denn da? Ist das etwa aus Metall? Das ist es. Das ist die Lösung, um die Sardinen zu konservieren. Würdest du mir das überlassen? Hier bitte. Hier bitte. Ich habe sowieso keine Verwendung dafür. Du gibst es mir ehrlich? Das ist fantastisch. Und wir übergeben das Blech.
Mal gucken, ob ich nochmal mit ihm reden kann. Ich habe das Blech poliert und die Sardinen darin verpackt. Bitteschön, diese Büchse ist für dich. Schließlich war es deine Idee. Und wir erhalten Ölsardinen. Die werden wir dann bei Gelegenheit nach Liberita geben, zum Feinschmecker. So, dann können wir nochmal kurz mit dem schnacken und dann müssen wir hier soweit alles erstmal erledigt haben. Dein Bergkristall hat mich dazu inspiriert. So, dann geht es hier schnell nochmal durch den Zoll. Und ab nach Loire. Und hier wollen wir kurz mit allen reden, für die wir irgendwie Dinge weggebracht haben. Das heißt als erstes mit Marcel. Hör zu, jemand hat mein Talent entdeckt. Diese Person sagt, dass sie mich finanziell unterstützen will. Ich bin glücklich, dass man endlich mein großes Talent entdeckt hat. Jo, ich werde mein Bestes geben und meinen Gönner nicht enttäuschen. Dann schauen wir hier rein. Pia hatten wir, glaube ich, schon erledigt. Dank deiner Hilfe konnte ich sie der Öffentlichkeit präsentieren. Ja, Kamera haben wir schon, spielt eine andere Rolle. Aber wir haben hier doch noch ein paar andere Sachen. Nicht das Blumenmädchen, auch nicht das Orakel. Sondern, okay, wird wohl im nächsten Bereich sein. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Hier, genau. Seit ich dir den Wein gab, haben viele Leute danach gefragt. Ich kann die starke Nachfrage nicht mehr befriedigen. Gib lieber meiner Freundin etwas. Hehehehe. Ich, Hicks, mag keinen Wein mehr. Okay. Und dann haben wir hier ja noch die Kostüme für die drei Mädchen bekommen. Und wenn wir jetzt mit ihr reden, meine Angestellten sind alle getürmt. Was fällt denen eigentlich ein? Jo, hier geschehen scheinbar Dinge. Mehr dazu später. Und jetzt können wir hier direkt in den Hafen springen. Hier rüberfahren. Und jetzt umsegeln wir hier einmal Afrika. Das dauert ein bisschen. Und irgendwann müssen wir uns die Goldküste auch nochmal angucken, aber nicht heute. Ja, hier haben wir Arabien, das ist in diesem Spiel auch irgendwie nicht viel mehr als ein riesiger Fleck unbesiedeltes Land. Und hier ist Yamai. Hier werden wir uns mal ein bisschen umschauen. Und wo fangen wir an? Vielleicht hier. Wir wollten Burg Drachenfels sehen, doch man ließ uns nicht herein. Drachenfels war vor langer Zeit ein stolzer Königssitz. Lange Jahre habe ich Burgführungen veranstaltet. Nun bin ich ohne Job. Du willst Burg Drachenfels sehen? Ja. Gerne, ich liebe Burgen. Kann ich Drachenfels besichtigen? Sorry, aber die Burg kann nicht mehr besichtigt werden. Die Burg wurde verkauft. Der neue Besitzer duldet keine Besucher. Okay. Leute, ihr seid bescheuert. Ihr fragt mich immer, hey, möchtest du da und dahin? Möchtest du auf unserem Schiff fahren? Möchtest du die Burg besichtigen? Aber nee, du darfst nicht. Ah. Medizin. Ich glaube, hier müssen wir später nochmal reinschauen. Er ist ein großartiger Arzt. Es gibt nichts, was er nicht heilt. Okay. Es gibt viele Krankheiten, doch ich kann sie alle heilen. Die Seele der Kranken ist der Schlüssel zur Heilung.
Ich habe eine Brennnesselsuppe gekocht. Ach komm, wir haben glaube ich schon fast alles in diesem Spiel gegessen, dann können wir noch weiter essen. Die Zutaten sind geheim. Hier, ich habe leckere Früchte. Cleverer Kerl, ja. Lecker. Schauen wir mal hier rein. Otaku ist oben, doch er verhält sich merkwürdig. Er redet nicht mit jedem. Okay? Ja, von dem wollen wir Metall haben, oder? Was? Wer bist du? Hier gibt es nichts mehr. Ich habe geschlossen. Und das nächste Mal sehen wir uns hier wieder, untersuchen die Stadt weiter und sind vielleicht dann auch demnächst im nächsten Dungeon. Also bis dann.